Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator. 15 hätte ich gerade fast gesagt. Nein. Was? Wir haben gerade ein bisschen in Erinnerung geschwelgt, nenne ich es mal. Und zwar an die Zeit, beziehungsweise der ein oder andere kennt sicherlich noch die Maßeinheit ein Arktik. Ne? Arktik war damals, glaube ich, 2,07 Meter groß. Arktik, der Jan ist ja ein richtiger Riese. Mittlerweile ist Jan wahrscheinlich auch 2,08 Meter oder 2,09 Meter. Dementsprechend wird der Urarktik natürlich korrigiert um den Faktor, den man da entsprechend braucht. Nee. Hey, also jetzt seine 2,07 Meter sind ja dann der Urarktik und die 2,08 Meter sind ja dann der Arktik. Ja. Der wie beim Kilo und das Urkilo. Aber ich kann mich, das finde ich wirklich krass. Übrigens Glückwunsch an dieser Stelle, Jan. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon mal in einer Folge erwähnt. Ich hatte das ursprünglich auch vor, ich habe es nur leider auch zeitlich dieses Jahr nicht geschafft. War eigentlich mal der Plan, Jan zu besuchen. Er hat nämlich jetzt seinen Maschinenbau-Bachelor da abgeschlossen. Er hat damals ja viel erzählt, dass er bei Airbus da ein duales Studium macht und so. Das war ja eigentlich ein Thema so gegen Ende Tour, was relativ oft war, sage ich mal, das Thema. Und wo sollen die Paletten hin? Die kannst du einfach verkaufen, würde ich sagen, ne? Also wir müssen noch so einen Verkaufsshop aufstellen, ne? Ja, dann stelle ich mal einen irgendwo hin. Ja, der Hänger mag das scheinbar nicht so, wenn man da ein bisschen... Ich bin zu faul, mich anzumelden. Ich mach doch, habe ich doch gesagt. Ja, ich habe auch gesagt, ich mache auch. Hör mir zu, Rudi! Auf jeden Fall fand ich das damals so krass, ja. Also ich glaube, es war dann 2014 oder so, wo er angefangen hat, davon zu erzählen und dass er angenommen wurde. 2015 hat Jan Abi gemacht und seitdem war er dann da, jetzt bis 2018. Und ich weiß noch wie, oh ja, und das wird dann und dann müssen wir das und das machen und das wird schwierig und wie das alles so wird, ne? Später dann, wie er nach seiner Wohnung gesucht hat. Das sind ja auch alles Sachen, die so während der Folgen passiert sind, kann man sagen, ne? Während halt die Let's Plays so nebenher liefen. Und ich finde es krass, wenn man, also wie lange wir das Ganze einfach machen, dass man in der Zeit sich quasi bewerben kann, ein Jahr warten, das Bachelorstudium anfangen kann und das Ganze abgeschlossen hat. Jan, solltest du das gucken, schöne Grüße auf jeden Fall an dich und ich bin stolz auf dich. Ja, da sieht man mal wieder, wie die Zeit vergeht, ne? Die einen zocken LS, die anderen machen was aus ihrem Leben. Wie war das? Wie sagt Dennis immer, manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Eben. Aber ich muss ja auch sagen, ich bin ja auch alt geworden. Ja, du bist ja auch bald, du gehst ja schon aus vorjähriger Alter zu bald. Ja, ich bin näher dran als... Merkt man gar nicht. Länger dran als gestern, ne? Ja. Nee, muss ja sagen, ich habe ja zu Two Rivers Zeiten angefangen, so aktiv YouTube zu schauen und LS zu spielen und so. Wenn man sich überlegt, wie lange das herrscht. Ah ja. Ich halt ernst, oder? Was? Peter mit der Raupe und meinem Ballenanhänger. Ich hab den in einer Folge, wo ich alleine gespielt habe, zum Rangieren benutzt. Und ich so, sorry Leute, hier so und so, ne, ich weiß, macht keinen Sinn. Diese, keine Ahnung, paar hundert Kilo Kutsche leer, vor allen Dingen auch noch ohne Paletten drauf. Mit einer Raupe zu fahren, aber die Raupe steht hier halt gerade, ne? Aber ich muss öfters fahren mit der Raupe. Die steht strömungsgünstig, sagst du? Na, ich muss leider, kann ich keine zwei Schichten richtig drauf machen, weil wie man bestimmt gesehen hat, die Paletten, die wobbeln und ein bisschen vom Hänger runter. Ist halt nicht LS19. Ist halt nicht LS19, wa? Dafür muss ich nicht immer zweimal tippen zum Umdrehen, ist halt auch was. Ja, das müssen wir haben, weil Nico das unbedingt haben will. Das halt sein muss. Ja. Aber jetzt sollte man natürlich wissen, wo man den dreckigen Verkauf noch gesetzt hat. Richtig, ich hätte sie einfach zum Händler hingestellt. Oder ans Sägewerk. Bevor du noch Pipi ins Auge kriegst, ich hab's gefunden. Also ganz ehrlich, mach's wie er meint. Passt schon. Ich bin gespannt, wie viel Geld wir kriegen pro Palette. Ich hab das schon so ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, das hat sich schon ausgezahlt, ne? Nein, auch.
Weil, ganz ehrlich, wenn man sich überlegt, was der ganze Bums kostet, da bist du fast 1 Million los. Mit der Prämos, mit dem Schlepper, mit der Halle. Was ich noch sagen wollte, ne? Ihr wisst schon, dass wenn es regnet und ihr drescht, dass die Strohschwatz sich dann verdünnisiert. Ja, deshalb presse ich die ja schnell. Na gut. Wollt's nochmal gesagt haben. Aber das ist doch auch nur mit dem, warte mal, mit welchem Mod reingekommen? Seasons. Seasons, ne? Genau. Seasons. Nicht mit Drive Control, ich war gerade ein bisschen abwesend. Oh ja, jetzt. Mit Fahrkontrolle. Freut ihr euch schon auf Weihnachten? Ich glaube, ich mach dieses Jahr den Grinch. Ja, me too. Ja, gut, ich muss auch sagen, eine gewisse Person zerrt mich ja auch irgendwie die ganze Zeit auf den Weihnachtsmarkt. Also, okay. Pech gehabt. Und die Freundin, oder? Man könnte es so nennen, ja. Okay. Also quasi der Lena zu der, die Lena. Na, eigentlich? Der Nils eher. Nee, es ist gerade sehr komisch, weil wenn man das so sieht. Oh, es wird komisch. Nee, ich lass es. Boah, ich bin da witzig, wie ein Nils da runterfahren. Weil die Strecken kann ich mittlerweile ausgehen. Da muss die Raupe aber hier so ganz schön. Wuchten, ne? Ja, die kriegt ja schon bald einen Wellenschaden. Ja. 20.000 hat das, glaube ich, ungefähr gebracht, ne? Sogar etwas mehr. Könnte eigentlich sein. Ganz lässig. Wenn man so drüber nachdenkt. Ey, wir haben Herbstbeginn. Ich will mein Getreide hier runterkriegen. Warum ist jetzt nass? Das geht so nicht. Das geht nicht. Ne? Geile Angeln hier! Weihnachtsmärkte war ich aber dieses Jahr auch tatsächlich schon mehr als, glaube ich, in den letzten 5 Jahren zusammen. Ne, wir müssen noch, bis es trocken ist. So. Pri. Ich war einmal in Münster und dann noch in der Nähe hier auf dem Kleinen. War auch ganz schön. Aber bei dem einen davon hat man Eintritt bezahlt. Und ich fand das. Also, es war halt extra so ein Gelände, weißt du? Das war jetzt nicht irgendwo einfach in der Einkaufsstraße, sondern richtig so ein Gelände, was dafür auch wirklich. Da wurde schon Arbeit reingesteckt. Und das war auch wirklich schön da, muss man sagen. Aber trotzdem, ich glaube, knapp 10 Euro Eintritt nur dafür, dass du reinkommst und das sehen kannst. Quasi ist schon happig, finde ich. Jetzt? Nee, mach mal kurz Dings. Nass. Ach, ist noch nass. Schon gut. Hä? Ja, ich hab gedacht, weil oben Sonne scheint und man dann weiter treffen kann. Aber nee, geht nicht. Nasses Getreide. Jo, jetzt geht's los. Erwartet das. Habe vergessen, was ich sagen wollte. Wie ist das hier eigentlich? Die Paletten gehen ja nicht leer, ne? Die Holzpaletten hier. Ne, die gehen nicht leer. Nee. Das habe ich, glaube ich, mal irgendwie als Mod gesehen, dass man hier dann Holz hinbringen muss für die Paletten. Erstmal fett auf die Halle draufheizen. Ah, ich dachte, du hättest dich einfach erschrocken, weil du dachtest, wer fährt denn den Paus, wenn nicht ich. Nee, das habe ich schon realisiert, dass du das bist. Ich bin einfach nur quasi... Dumm. Auch. Bin aber die Lenkung vom LS19 gewöhnt, weil die ja nicht zurückstellt so schnell, wenn man um die Kurve fährt. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, zu meinem Linkslenkimpuls müsste ich dann nach Finalisieren der 90-Grad-Kurve einen Rechtslenkimpuls geben, um die den Lenkimpuls auf 0 zu haben. Und jetzt geh weg da, du Palette. Runter. Und dabei habe ich halt. Bin ich. Kann es sein, dass du ganz schön impulsiv bist? Was? Kann es sein, dass du ganz schön impulsiv bist? Warum impulsiv? Achso. War schlecht. Oh. Das sind meine Sprüche teilweise. Ich packe ja auch hobbymäßig gerne an 2 Kontakte, ne? Ja. Da Angestellte und so, ne? Wie war das? Die Polen haben da ihre eigene Methode.
wir schrauben eine Steckdose ab, jeder packt mal an zwei Kontakte und schon sind alle wieder hellwach. Ja. Du machst mal einen Kollegen wach, ne? Mit einem Schweißgerät. Ja. Ja, ich hab ja, nennen wir es einfach mal Kollegen. Ich hab heute geschweißt, ne? Da denkt sich die Gasflasche, so, und jetzt bin ich leer. Oh, passiert, ne? Da fängt schön an zu spritzen, Balgon, ne? Ja, das war dann ungefähr so, also ich habe momentan etwas längere Haare. Folglich ragen diese vor meinem Schweißschild heraus, quasi so. Ich hab grad so ein Bild im Kopf. Das muss raus. So ein Wookie mit Schweißmaske. Nein. So einer von New Kids und dann mit so einer Schweißmaske. Nee, so ganz so nicht. Aber auf jeden Fall. Mein Genick, ne? Ich hab zwar eine mit Autoabdunklung und verstellbarer Helligkeit, bla bla blub. Aber die hat halt hinten kein Nackenschild, so. Und dann Bin ich da geschweißt. Und dann wurde es auf einmal sehr warm im Genick. Boah. Das ist ekelig, ne? Und dann wurde es nicht nur warm im Genick, dann wurde es auch warm im Schuh, in den Ärmeln. Was auch richtig geil ist, wenn du heiße Schlacke oder am besten flüssige Schlacke, so ein Tropfen an Schuh in den Schuh, wenn du Pech hast. Ja, so eine. Ich dachte, so schnell bist du noch nie aufgestanden in deinem Leben. Ich hab dann mal den Finn Kliman gemacht, ne? Ah, Scheiße! Bababam! Erstmal die Maske weggeworfen, meinen Schuh weggeworfen. Gott sei Dank, ja gut, war eigentlich, ich glaube, hätte ich ihn zugemacht. Boah, als Finn Kliman noch gar nicht schweißen konnte, ne? Das war ein Traum. Die Videos, ey. Geil. Hau halt die Scheiße hier nicht! Aber ich hab jetzt auch gelernt, dass der Gasdruck tatsächlich sich auf dein Schweißergebnis ausübt. Ja. Weil nämlich mit Fortlauf meiner Schweißarbeiten wurde es nämlich immer beschissener. Der Druck aber nicht direkt. Elektronen. Eigentlich veränderst du ja nur die Ausströmgeschwindigkeit, ne? Ja, ich mache ja die Flasche auf, ne? Und dann kann ich ja einmal einstellen, wie viel. Ja, dann hast du irgendwie. Normalerweise nimmst du irgendwas zwischen 5 und 10 Liter die Minute. Ja, und dann habe ich ja meinen Druckminderer, kann sagen, so viel mach. Aber wenn halt hinten nichts mehr kommt und ich dann quasi nur noch mit dem Schweiß, was im Gerät sich befindet und in der Schlauchanlage da. Alles vorbei, klar. Das war quasi 5 Schweißnähte. Top-Qualität, wobei, ja gut, es war halt eluxierter Stahl, das ist eh. Aber dann wurde es eklig. Dann hat man quasi, ich habe die Naht gezogen, man hat gesehen, zuerst hat sich vorne nur noch so ein Klumpen gebildet, dann hat es diesen Klumpen weggehauen, natürlich mir den Schuh, und dann war so richtig schön Sprenkel am. Was auch geil ist, ich wusste ursprünglich mal nicht, dass man verzinktes Material nicht schweißen kann, so direkt. Man kann die Zinkschicht abschleifen und dann schweißen, das geht ja, ne? Aber einfach so schweißen, lass es. Das ist AIDS. Das ist richtig scheiße. Und ich halt so nichts ahnend, da wo ich da zu dem Zeitpunkt war, kam halt einer hier, ne? Kannst du mal eben für mich hier verzinktes Teil aus dem Baumarkt, muss ich kürzen und da was dran geschweißt haben. Ja, kein Ding, ne? Gekürzt eben mit der Säge, futsch, eben entgratet. Da denkst du, okay, heftig das jetzt mal eben an, Sache von 2 Minuten. War verzinkt. Ne? Habe ich auch gesehen, dass das verzinkt war, aber ich wusste zum damaligen Zeitpunkt nicht, dass man so verzinkte Sachen nicht so einfach schweißen kann. Und das hat tatsächlich so gespritzt, dass da ist wohl so viel Spritzer in die Düse reingekommen vom Schweißgerät, ne? Danach erstmal, okay, ja, ist verzinkt. Alles klar, was mache ich? Abgeschliffen, ne? Und dann neu geschweißt. Und ich denke mir die ganze Zeit, boah, warum ist das so scheiße, ey? Das fühlt sich an, als würde ich ohne Gas schweißen. Guck auf die Pulle. Nö. Druckminderer, alles klar. Ich höre, okay, irgendwie zischt da auch was, also entweicht wohl auch Gas, ne? Dann war aber dieses Gitter da, da ist ja dieser Filter drin, ne? In der Düse. Also 99% vom Querschnitt waren einfach mit Spritzer von dem verzinkten Schweißen davor voll. Und da kam einfach nichts mehr durch, so am Gas. Oder so wenig, dass es nicht gereicht hat. War das ein Tick oder ein Schutzgas? Oder Wick. Wick, ja. Also hier mit Düse und Draht, der aus der Düse kommt. Nee, manuell.
Zusatz also manuell von mit ja, der anderen Hand reinschieben. Ich kenne nur den englischen Begriff. Ach so. Ja, ich habe ja ein Mack ist das, glaube ich. Schutzgas im Volksmund. Nee, Mack ist Metallaktivgas schweißen. Das ist mit Acetylen zum Beispiel. Du hast wahrscheinlich ein Mick-Gerät, oder? Weiß es nicht. Also, dass du quasi automatisch Zusatz hast. Ja, und da gibt es, glaube ich, noch automatisierte Wick-Geräte. Keine Ahnung. Ja, es gibt ja einmal jetzt das, bin ich wo verwirrt. Du so eine Düse hast mit dieser Spitze vorne drinne, ja. Wo dann das Plasma an der Spitze entsteht. Der Lichtbogen, ja. Ja, genau. Und dann gibt es einmal das andere, wo du halt dein Draht hast. Und jedes Mal, wenn der Draht quasi dein Metall berührt, wird der Stromkreis geschlossen. Dann steht das der Lichtbogen und immer so weiter. Und das macht dann... Das vibriert so eher, also dieses eklige Vibrationsgeräusch. Ne? Das ist auch eher was für dicke Bleche, ne? Ja, ich hab halt kein anderes so. Und da hat ja auch vorne diese Düse, ist ja dieser, bildet sich dann auch immer so ein Ring. Ja. So. Und irgendwann war der Ring dann halt, wie gesagt, kein Gas mehr, verzinktes Material, war halt alles irgendwie scheiße. Irgendwann hat sich dann da dieser Ring quasi so dicht gebildet, dass es vorne einfach nur ein verschweißter Klumpen war. Ja, geil. Und dann erstmal da mit der Wasserpumpenzange gestanden und diesen scheiß Klumpen da irgendwie vorne rausgepumpt. Aber ich würde sagen, mit einem Blick auf die Folgenlänge, die mal wieder üppig ist, beenden wir unseren kleinen Metallfachtalk hier zur Fügetechnik dann. Und sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich. Tschüss!